Ich mache öfters mal Podcasts und man sagt mir eine sehr helle, dünne Stimme nach. Was kann man denn da machen? Das ist eine gute Frage. Ich würde dir vorschlagen, dass du singst. Ich glaube, Singen hilft da, die Stimme voller werden zu lassen. Und sonst darauf achtest, dass du durch das Singen dein Zwerchfell schulst. Okay. Weil wenn man dir nachsagt, du hast eine dünne Stimme, dann wirst du vielleicht öfter hier im Hals sprechen. Und besser ist es, wenn die Stimme in den Bauch rutscht. Okay, also werde ich es mal versuchen. Happy Birthday, lieber Dan! Happy Birthday to you! Ich bin so froh, einen richtigen Synchronsprecher auch im Interview zu haben bei so einem großen Film. Denn in der Vergangenheit ist mir oft aufgefallen, wenn ein YouTuber, ein Musikstar, ein Comedian eine Rolle und wenn es nur ein Satz ist, in einem Animationsfilm spricht, werden die eher in der PR nach vorne geschoben. Bei Interviews, auf dem Poster, in der Werbung. Du als Insider, wie nimmst du das wahr? Ja, das ist ja deren gutes Recht zu sagen, wir wollen noch ein bisschen mehr Werbewirksamkeit erwirken, indem wir Leute besetzen, die eben von Namen und Gesicht bekannt sind. Das passiert ja eigentlich auch nur im Animationsbereich. Das würde man im Realfilmbereich jetzt, glaube ich, nicht so machen. Da kommt es dann auch nicht ganz so drauf an. Also da, gerade im Animationsbereich will man das bewerben. Das ist auch eine ganz alte Tradition, die man in Amerika ja genauso gemacht hat. Prominente da auf wichtige Rollen zu setzen. Natürlich muss man da immer aufpassen, dass diese Prominenten, die da besetzt werden, auch diese Rolle erfüllen können. Deswegen werden natürlich auch die Prominenten für diese Filme immer gecastet. Also da, wenn sagen wir mal, in so einem Animationsfilm 5 Prominente drin sind, dann wurden da aber mindestens 20 gecastet und 15 sind enttäuscht, weil sie von Amerika abgelehnt wurden. Also darf man auch nicht vergessen, aber dann konnten sie es auch einfach nicht. Man sucht dann da die Besten raus und dann geht die Marketingstrategie los und that's business. So läuft das. Genau. Ich mach mir nicht so viel aus Dingen. Jetzt hast du die Rolle aber schon einige Male gesprochen. Hast du trotzdem da die Möglichkeit, das ein bisschen auch selbst zu gestalten oder inzwischen zu sagen, ich habe die Figur in der deutschen Version schon noch etwas geformt? Nee, wir wollen uns schon ans Original halten. Also das ist ja trotzdem jetzt eine neue Geschichte, in der er auftaucht. Diese Filme werden jahrelang geplant, kosten unglaubliches Budget und verschlingen Geld in der Produktion. Die haben natürlich das Recht darauf, dass wir uns also so sehr ans Original halten und wir nicht die Figuren jetzt plötzlich durch unsere Interpretation komplett verändern. Das finde ich einfach ganz normal und das sollte auch so sein. Wir wollen das so gut wie möglich machen. Natürlich ist es meine Art der Interpretation zu sagen, ich habe damals den osteuropäischen Akzent mitentwickelt. Das war die Vorgabe, osteuropäischer Akzent. Da musste man halt so ein bisschen dran arbeiten. Das habe ich jetzt mittlerweile drauf. Dieses Leben habe ich hinter mir. Aber dass ich jetzt den charakterlich noch verändere durch mein Spiel, das nicht. Aber es ist ja den Akzent, den ich da immer wieder reinbringe. Und ich muss das wiedergeben können. Also das sind Aufgaben genug. Musik.